Willkommen, liebe Oldtimer-Freunde. Heute geht es weiter mit dem Jaguar Mark II für Nico. Und er hat sich dafür entschieden, dass das Auto und der Motor Nummern gleich bleiben wird. Somit wird der Motor aufbereitet und wir haben uns nicht für einen neuen Motor entschieden. Ich bin bei der Firma Sauer und Sohn in Dieburg und begrüße jetzt Herr Groh, der uns durch die Prozesse führen wird. Hallo. Hallo, Herr Groh. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Sagen Sie mir doch mal ganz kurz noch was zur Firma. Ja, herzlich willkommen hier bei der Firma Sauer und Sohn in Dieburg. Wir sind seit über 60 Jahren Motoreninstandsetzer und kümmern uns um die Instandsetzung der verschiedensten Arten von Motoren, ja, unter anderem auch gerne um Klassikmotoren. Ja. Viele der Klassikliebhaber kennen uns eventuell über die Sauer und Sohn Auspuffanlage, die damals bei den VW-Modellen Verwendung finden konnte. Käfer, so genau, cool. da sind die verbaut worden. Und seitdem kümmern wir uns da auch gerne um klassische Motoren, ja, und haben da von Ihnen ja diesen Jaguar-Motor zur Verfügung gestellt bekommen, den wir jetzt in Teilen bearbeiten werden. Ja? Und das würde ich Ihnen dann gerne zeigen wollen. Wunderbar, dann gehen wir direkt in die Werkstatt und schauen uns die Prozesse an. Ganz genau. Perfekt, ja. Vielen Dank. Erste Maschine, der erste Schritt. Sozusagen. Genau, wir sind jetzt hier bei der Bearbeitung des Motorblocks, um den Motorblock instand zu setzen, um den Verschleiß wegzubekommen, muss jetzt diese Bohrung vergrößert werden. Da kommt am Ende dann ein größerer Kolben in einem bestimmten Maß. Mhm. Der muss dann auch ein Laufspiel haben, dass der Kolben sich bewegen kann. Und dazu wird es hier mit diesem Bohrwerk werden diese Bohrungen vergrößert. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle einen unbearbeiteten Zylinder, das kann man noch also teilweise Unterschied, ne? Genau, so, dass hier noch die, die Verschleißstellen sind. Und das hier ist dann schon eine bearbeitete Bohrung, ja, wo dann der grobe Durchmesser schon da ist und das muss dann später dann noch in einer anderen Maschine weiter bearbeitet werden. Der Kollege kann Ihnen das dann gerne mal zeigen, wie das dann ja, aussieht. Sehr gerne, dann schauen wir uns das doch gleich mal an. So, der Kollege hat jetzt die restlichen Bohrungen noch gemacht, hat hier oben noch eine Phase dran gebracht, damit hier kein Grat entsteht. Und jetzt müssen wir, um die letztendliche Maß zu erhalten und die Oberflächenrauigkeit zu bekommen, die wir brauchen, und diesen Kreuzschliff, der da notwendig ist, müssen wir jetzt nun den Motorblock auf die Hohnmaschine spannen, ja, und dann können wir die weitere Bearbeitung durchführen. Okay. Das heißt, der Motor wird jetzt rüber auf die andere Maschine gelegt? Ganz genau. So. Wir haben den Motorblock in die Hohnmaschine gesetzt. Und was verhält sich nochmal mit diesem Kreuzschliff? Also wir brauchen eine bestimmte Oberflächengüte in den Zylindern. Und der Kreuzschliff ist so eine Art kleine Kratzer, ja, in die sich dann das Öl anhaften kann, um dann die Kolbenringe des Kolbens besser schmieren zu können. Ansonsten würde das Öl direkt abgestriffen werden und würde dann nicht mehr schmieren können. Ja. Und daher brauchen wir diesen Hohnschliff. Ja. Und das bringt dann auch den Durchmesser des Zylinders dann auf das Maß, was wir am Ende dann auch brauchen. Alles klar. Und die macht das selbstständig oder muss man das noch einstellen? Der Kollege wird das jetzt dann nach und nach nachstellen. Ja. Das ist wieder diese Schleifklötze werden quasi dann auseinandergefahren, ja, in ganz kleinen Schritten. Ja. Mhm. Und er wird dann immer wieder zwischendrin das Maß überprüfen, bis er soweit ist, dass er sagt, okay, jetzt ist das alles in Ordnung. Die Maschine selber erkennt dann auch, wo sie eher abnehmen muss oder nicht, das macht sie selbstständig. Ja? Das Hoch- und Runterfahren, was wir jetzt gleich sehen werden, und das Einstellen des Durchmessers, das wird dann durch unsere Mitarbeiter dann justiert. Alles klar, dann starten wir doch gleich mal. Okay. Und warten auf das Ergebnis.
Man erkennt den Kreuzschliff ja jetzt schon sehr gut. Und es geschieht auch mit allen anderen Zylindern. Genau, es werden jetzt alle einzelnen Zylinder genauso bearbeitet. Der Kollege misst dann immer auf 3 Ebenen, ob dieser Durchmesser dann auch so ist, wie er gebraucht wird. Mhm. Ja, und wenn das durchgearbeitet worden ist, dann sind wir quasi mit der Bearbeitung des Motorblocks im Bereich der Zylinder fertig. Ja? Und dann können wir uns als nächstes die Bearbeitung der Kurbelwelle anschauen. Und da gibt es dann auch eine neue Maschine dafür? Da müssen wir an einen anderen Arbeitsplatz, ja. Alles klar. Okay. Hier an dem Arbeitsplatz haben wir jetzt schon die Kurbelwelle vorbereitet, dass wir die Welle überprüfen können. Die ist schon sichtgeprüft und die Lagerstellen wurden auch schon überprüft. Ganz genau, die wurden schon vermessen und jetzt geht es darum, den Höhenschlag der Welle zu prüfen. Da, wenn der Höhenschlag zu groß ist, die Welle in dem Motorblock dann klemmen würde. Mhm. Ja, und die Welle hat auch ein Lagerspiel, ja, und dieser Höhenschlag darf dann nicht über dieses Lagerspiel hinausgehen, weil es sonst klemmen würde. Und das kann man händisch überprüfen? Das kann man jetzt hier manuell mit dieser Messuhr prüfen und der Kollege wird es uns kurz zeigen. Also wie man hier jetzt schön sehen kann, wenn ich hier drehe, dann sieht man, dass wir einen Höhenschlag von 3-400 zu haben. Und das ist auch noch vom Bereich her, was es haben darf. Genau, gut. Dann müssen wir zur nächsten Überprüfung der Kurbelwelle gehen. Da wird das Bauteil nochmal auf Risse geprüft, weil es sein kann, dass es durch thermische Überbelastung irgendwo zu Risse kommen kann, die man aber nicht unbedingt augenscheinlich sehen kann. Da gibt es auch wieder eine spezielle Prüfmaschine, ja, zu der wir uns dann auch rüberbegeben müssen, dass wir uns die Kurbelwelle nochmal anschauen können. Dann machen wir das. Okay. So, Herr Groh, wir sind an der Rissprüfmaschine. Und wie genau funktioniert die denn? Wir haben hier die Kurbelwelle. Die muss jetzt im zweiten Schritt auf Risse geprüft werden. Das funktioniert folgendermaßen. Die wird elektrisch erwärmt. Ja? Dadurch wird dann das Bauteil gedehnt. Das heißt, es wird etwas größer. Und sollten dann irgendwo Risse sein, ja, würde dann die Flüssigkeit, die darüber gegossen wird, würde in diese Risse eindringen. Und mit der UV-Lampe würde man dann diese Risse besser sehen können, was sie sonst mit den bloßen Augen nicht sehen würden. Ja, das ist natürlich faszinierend. Ja, das ist ganz wichtig, weil durch irgendwelche Schäden kann es sein, dass es zu diesen Rissen kommt und dann ist diese Kurbelwelle unbrauchbar. Ja. Ja, und dann müsste man sich nach einem Alternativteil umschauen. Okay, dann schauen wir das mal näher an. Okay. So, da wir jetzt festgestellt haben, dass die Kurbelwelle auch weiterverbreitungsfähig ist, wäre dann der nächste Schritt, dass wir die Kurbelwellenlager schleifen. Das heißt, diese Schadstellen, die hier drin sind, ja, die können wir nur wegschleifen. Ja, und das ist dann wieder auch ein bestimmtes Maß. Ja. Und das erste Maß. Also. Das ist dann das erste Übermaß, genau. Ja. Okay, und können wir alles gleichzeitig? Nein, dadurch, dass wir in 2 verschiedenen Ebenen dann diese Lagerstellen haben, muss die Maschine erst für diese Hauptlager ausgerichtet werden. Dann werden die einzelnen Hauptlager geschliffen und dann wird es nochmal umgestellt, damit wir dann die einzelnen Bleulager schleifen können. Okay. Ja? Und weil die Maschine sehr laut ist, ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen zurück. Genau. So, die Welle ist jetzt fertig bearbeitet, fertig geschliffen und jetzt werden wir diese einzelnen Lagerstellen noch etwas polieren, ja, damit die Oberfläche dann noch schön glatt wird. Ja. Die Maßhaltigkeit ist jetzt auch gegeben, ja, und dann sind wir dann hier mit der Maschine dann fertig. Und dann kommt noch ein Schritt? Oder? Da wir jetzt Material abgenommen haben an der Kurbelwelle, müssen wir jetzt die Kurbelwelle noch hochheben. Okay, wuchten kann ich mir das so vorstellen wie beim Autoreifen, dass man einen Autoreifen wuchten muss, damit er nicht zittert beim Fahren. Irgendwie. Das ist genau dasselbe, ja, nur wir machen das etwas andersrum. Beim Reifen wird quasi ein Gewicht hinzugefügt, das ist das, was man außen an der Felge so sieht. Hier können wir nichts hinzufügen, wir bohren das dann weg an einer geeigneten Stelle. Ja. Und damit vermeiden wir dann, dass dann Vibrationen entstehen, ja, wie beim Fahrzeug auch, wenn das Lenkrad zittert. Ja. Diese Vibrationen vermeiden wir hier auch, damit die Welle in dem Motor selber nicht vibriert, ja, weil diese Vibrationen würden dann auch schädlich sein für diese Lage und die Standzeit der Lage würde dann auch beeinflusst werden. Und dafür gibt es dann auch eine extra Wuchtmaschine. Ganz und da genau. Spannen wir das ein. Genau, das können wir uns dann hier drüben anschauen. Wunderbar, sehr schön.
Das ist die Wuchtmaschine. Können Sie uns vielleicht für die Zuschauer nochmal erklären, wie das ablaufen würde? Ja, gerne. Ja, wir treiben hier mit dieser Wuchtmaschine über diese Welle hier dann auf die Kurbelwelle an. Die Kurbelwelle liegt auf diesen Rädern auf. Die ist dann hier mit diesen Klötzen verbunden und hier unten drin sind Sensoren, die die Schwingungen aufnehmen können. Ja? Und dann wird dann quasi festgestellt über die Maschine, an welchen Stellen dann diese Unwucht stattfindet. Das wird dann hier über ein Display angezeigt. Mhm. Hier können wir dann sehen, wie stark die Unwucht ist und an welcher Stelle. Ja? Wenn wir das dann festgestellt haben, dass wir jetzt an einer gewissen Stelle arbeiten müssen, dann wird das dann hier eben an diese Stelle hingedreht, dass sie nach oben zeigt. Ja? Da gibt es dann hier eine Gradscheibe, 360 Grad, dass man genau weiß, wo das ist. Und dann wird dann hier mit dieser Bohrmaschine, wird es dann beigeschwingt und dann zum Beispiel mit dem Bohrer dann hier ausgebohrt. Also wie so Löcher reingefräst. Genau, da werden die Löcher reingebohrt und da muss man natürlich dann immer so Stück für Stück sich herantasten, wenn viel Unwucht ist, ja, da muss man mehr rausnehmen. Mhm. Ja, und das muss man nicht langsam machen, damit man nicht zu viel rausnimmt, weil dann muss man dann an der Gegenseite dann wieder gegenarbeiten. Ja. Und das macht man auf zwei Ebenen, ja, bis dann die Unwucht weg ist. Das bedarf dann mehrere Arbeitsgänge. Ja. Man macht was, kontrolliert es wieder, macht was so lange, bis das so ist, wie man das haben möchte. Und dann ist es praktisch völlig gleichmäßig. Genau, dann ist die Welle, egal an welcher Stelle man sie drehen würde, würde sie immer so stehen bleiben an dieser Stelle. Gibt es dann noch so einen Abschlussvorgang, irgendwie eine Versiegelung oder sowas? Ja, man muss dann die Kurbelwelle, dadurch, dass die Oberfläche angeraut wurde, muss man jetzt wieder die Härte herstellen, der Lager stellen, damit dann das Material sich nicht abnutzt so schnell. Und dafür wird es dann gehärtet, ja, in dem Fall würde es nitrieren sein. Ja. Das wird dann zu einer Spezialfirma gegeben, die dann diese Welle härtet. Dann, wenn sie zurückkommt, müssen wir noch mal schauen, weil die thermisch belastet wird bei den Härten. Ja? Müssen wir noch mal schauen, ob der Höhenschlag in Ordnung ist, wie wir es ja schon vorher bei der Vorabüberprüfung gemacht haben. Das prüfen wir dann nochmals. Und wenn das dann in Ordnung ist, polieren wir dann die Lagerstelle nochmal, um dann diese schwarze Schleier, der da drauf ist, um das wieder abzunehmen, dass dann die Lager sich ganz sauber einlaufen können. Und dann ist die Kurbelwelle tipptopp. Dann ist die Kurbelwelle einbaubereit und dann kann dann die Montage wieder beginnen. Diesen beiden Displays, diese weißen Punkte sagen mir, dass die Kurbelwelle exakt gleich ist. Ganz genau. In der Mitte ist jetzt das Zeichen dafür, dass jetzt die komplett gewuchtet ist auf beiden Seiten, ja, und dass die Kurbelwelle somit in Ordnung ist und keine Vibrationen entstehen lassen würde. Mhm. Okay, und dann nach den vorher erwähnten Schritten kann man die Kurbelwelle wieder einbauen. Wie genau, ja, wenn jetzt das noch nitriert ist und zurück ist, und dann kann man das dann wieder einbauen. Sehr gut. Vielen Dank für alles, für die Einblicke, für dieses wunderbare Erläutern. Ich habe viel gelernt auch heute. Ich denke, auch die Zuschauer haben viel gelernt. Das ist schön. Ich bedanke mich auch bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir bei Markus Kümpel den Motor und alles andere zusammensetzen. Und ich freue mich drauf. Ja, cool. Ist ja alles soweit getan. Ne?